wieder ein bisschen rauslaufen hier. So. Immer den nächsten auch noch gleich mit hier drüben. Genau. Ist hier auch mal ein bisschen Ruhe noch im Ganzen. Alter, wie viele Würmer sind denn hier? Hey, die Witzgeil. Lauf! Das war knapper als ich wollte hier. So, ist das untere Nest schon mal weg? Jetzt nur hier diese mit diesen haufenweise Würmern hier im Nest. Wenn das eigentlich so lahm würde, wäre das hier easy going. So. Oh, Mann. Gut. Die Würmer also da drüben noch. Dann haben wir hier das schon recht gut wieder entfernt hier das Ganze. Mann, 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 Mann. Das Auto ist draufgegangen, aber scheiß auf das Auto. Das holen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise können wir uns das nicht. Ne, können wir nicht. Gerade nicht neu bauen. So.
So, und das eine Nest da unten nehme ich noch mit. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. So. Yep. Es reicht erstmal. Dann können wir hier auch das auf 1000 setzen. Beziehungsweise lass es mal gleich bei 2000. Gehen die natürlich zu Bruch, aber was soll's? Wir haben unser Ziel erreicht. Als nächstes schnappen wir uns wieder Landfill und machen das breiter, setzen die Zugstrecke dahin und dann geht direkt der Bau der Mauer los wieder. Wieso? Wahrscheinlich, weil ich dort keinen Laserturm an der Backe hatte, verdammt. Aber wir sind ja auf dem Weg dahin. Wenn man halt nicht an alles denkt, wie diese Lasertürme. Die habe ich jetzt aber hier mit drin. Die werden mir geliefert. Stein ist eigentlich auch im automatischen Abfall drin. Das sollten wir hinkriegen. So. Gleich sind wir da, dann ist das Teil Geschichte. Dann müssen wir nur hochkurven und den holen. Ganzen Materialien und dann läuft das Ding. So, wo bist denn du hin? Wo bist du hin? Scheiß Vieh. Rennt wahrscheinlich irgendeinem Flugroboter her. Das sind andere Probleme. Dreck, komm her, Zug. Da ist das Ding bis dort hochgelaufen. Ist doch zum Kotzen. Ein so ein Vieh, wenn man dort einmal nicht das hinsetzt, es ist zum Kotzen. Ja, fahr noch die andere Richtung. Komm, ey. Zug. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man so Wut auf sich selber hat, weil man es verkackt hat und unnötig Zeit verplempert durch solche
Ja, Viecher. Schnapp, schnapp, schnapp. Du kannst gleich wieder hin. So, und jetzt muss ich an der richtigen Stelle rausspringen dann. So, wo bist du, Vieh? Wird zum Glück alles repariert. Brauchen wir uns jetzt nicht die riesen Gedanken machen, aber trotzdem halt sehr, sehr ärgerlich. Gleich mal zwei Autos. Hier, was wird mir angeliefert? Sehr schön. So. Bedeutet, wir fahren jetzt hier hin. Fangen erstmal hier mit Lenfill hin, sodass wir diesen Anfang der Strecke auch erstmal hinbauen können. Ist denn hier noch drin, ey? 500k noch. Gibt nämlich hier auch langsam das Kupfer aus und alles. Also nicht das Kupfer aus, aber die Kupferplatten halt. Die schmelzt hier unten, die ja, schafft es einfach nicht mehr. Das Feld hier, das lasse ich natürlich noch leer saugen, das ist klar. Aber es ist halt alles schon am Anschlag hier. Uranmunition können wir auch hinterher schmeißen. Feuerrate braucht man eigentlich fast nicht. Also für meinen Geschmack unnötig. Die Reichweite ist das dann, was man haben möchte eigentlich. Aber lassen wir das hier erstmal produzieren und machen und tun. Wenn hier noch ein bisschen Landfill haben. Das ist auch 1,4 Millionen. Hier, die Energie reicht vollkommen aus momentan in diese Richtung. Sind wir da ganz gut dabei. Dieses Feld 3,5 Millionen. Das ja, sieht nicht danach aus, als wird das nochmal leer hier.
So. Auch alles weg hier. Bisschen Industriepflege nebenbei. Wo ist hier die Landfill-Produktion, die so lahm geht? Müsste man gegebenenfalls jetzt, wo wir dann doch mal eine Menge an Landfill brauchen, vielleicht doch noch mal das Ganze ein bisschen updaten. Wenn jetzt eh nicht so viel angeliefert wird, so schauen wir, dass wir diese erste Schritt da unten bauen können. Vor allem, weil wir jetzt auch wieder Lasertürme angeliefert bekommen haben und Kampfroboter und allesamt vorhanden sind. Das Auto können wir jetzt hier direkt eine Fahrt nach unten wieder machen und dort wirklich unseren Punkt 3 der To-Do-Liste für heute zumindest anfangen. Wir wären nicht fertig damit. Das ist mir vollkommen klar. Aber wir kommen voran. Und das ist der Hauptpunkt, den ich erreichen möchte. Wir haben zwei große Punkte erreicht heute schon. Und ja, der Rest macht sich und tut sich. So. Zack. Rein und so, also von der Ebene eigentlich alles hier oben dicht machen. Und jetzt gehen wir hier unten nochmal lang. Das wäre in etwa die Höhe hier. Verdammt! Da war es schon alle. Das Lentfell. Waren über 1000 Lentfell. Pupp, weg. Das wird also dementsprechend hier. Ich muss die Lentfell-Produktion da erhöhen. Eieieiei. Es wird eine wahre Freude, Leute. Sonst kommen wir hier nicht voran. Hier gehen bestimmt vielleicht 10.000 Lentfell drauf, um diese Strecke hier rüber zu bauen. Aber wir haben jetzt hier erstmal ja ein paar von diesen Kampfteilen. So. So, somit sollte das hier soweit safe sein.